Sowohl Gold als auch Bitcoin sind in der Nähe ihres Allzeithochs und das, obwohl die Fed noch nicht mal begonnen hat, die Zinsen zu senken. Manch einer sagt, naja, das ist irgendwie so eine Art Misstrauensvotum gegen die Fed, dass sie es vielleicht mit der Bekämpfung der Inflation nicht allzu genau nehmen wird in Zukunft. Spekulation, aber wir sehen auf jeden Fall Gold, das heute steigen kann, obwohl die Renditen auch ein bisschen steigen. Normalerweise sind steigende Renditen nicht gut für Gold, also steigende Kapitalmarktzinsen, und Bitcoin steigt eben, weil wir nicht nur über ETFs massive Käufe sehen, sondern jetzt auch über Optionen, und das Ganze führt dann zu einem Fahnenstangenchart, und das an einem Tag, an dem wir sehr interessante Entwicklungen an den Aktienmärkten erleben, gerade bei den Tech-Werten. Obwohl die Indizes kaum verändert sind, tut sich da Interessantes, und das will ich in diesem Video aufgreifen, aber zunächst mal kommen wir zu eben diesem interessanten Fakt, dass Gold und Bitcoin nahe ihrer Allzeithoch sind. Was ist davor passiert? Nun, die Lockerung der Financial Conditions, das heißt, die Finanzkonditionen haben sich maßgeblich gelockert. Auch das ist eine Schuld und maßgeblich von diesem Herrn hier verantwortet worden, nämlich Jerome Powell, der mit seinen Aussagen, ja, wir haben über Zinssenkungen gesprochen, natürlich die Animal Spirits hier nochmal kräftig belebt hat. Hier sehen wir, wie Gold jetzt nach oben geht, sehr, sehr dynamisch seit eben letzten Freitag und jetzt heute. Und Peter Schiff verweist nochmal auf diesen Zusammenhang, diese Korrelation zwischen Renditen und Gold. Das hat sich jetzt erstmal entkoppelt, wie es ausschaut, also zumindest gestern, respektive Freitag und heute. Und wenn wir uns Bitcoin anschauen, hier dieser Fahnenstangenchart, und das in der Situation, wo die Zinssenkungserwartungen deutlich gefallen sind in letzter Zeit. Lange hat man ja gedacht, ja, im März sinken die Zinsen und dann auf jeder Sitzung wird die Fed die Zinsen senken. Nein, das ist nicht passiert. Jetzt vielleicht 3 Zinssenkungen ab Juli oder vielleicht Juni. So die aktuelle Erwartung der Märkte, die sich jederzeit ändern kann. Und hier sehen wir mal diese Optionen, die jetzt immer bedeutsamer werden, auch bei Bitcoin. Hier sehen wir viele Wetten mit Optionen, dass Bitcoin über 70.000 Dollar oder über 75.000 oder über 80.000 Dollar steigen wird. Die Volumina haben sich massiv erhöht in diesem Bereich. Jetzt kommt die ganze gierige Meute und sagt, Mensch, das wird ja jetzt in den Himmel steigen, Bitcoin, also müssen wir da rein. Das ist natürlich durchaus, naja, sagen wir mal, die Gefahr vorhanden, dass das Ganze dann ein bisschen überdehnt, vor allem kurzfristig. Und hier nochmal sehen wir die Frage, ob nicht die Märkte so ein bisschen das Vertrauen verlieren in die Fed in Sachen Inflationsbekämpfung. Die Break-Evens, die Inflationserwartungen bepreisen, hier anhand einer 5-Year-Break-Even, also wie wird die Inflation in 5 Jahren und dann die kommenden 5 Jahre sein. Und wir sehen, das geht steil nach oben. Man erwartet also eine strukturelle Inflation, macht auch Sinn. Demografie, Deglobalisierung und Dekarbonisierung sind ja strukturelle Faktoren, die das latent unterstützen. Und hier sehen wir mal jetzt für die Daten, die nächste Woche kommen, nämlich die CPI-Daten, 13. März, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also Mittwoch müsste das sein. Da dürften der monatliche Anstieg der Inflation laut aktuellen Prognosen zwischen 0,4 und 0,5% sein, nachdem wir jetzt im letzten Monat schon um 0,3% gestiegen sind und wir bei den PCE Supercore-Daten den größten Anstieg seit Dezember 2021 gesehen haben. Auch das natürlich eine Folge der gelockerten Financial Conditions. Das führt zu Nachfrage. Nachfrage führt zu höheren Preisen, weil die Anbieter eben dann sagen können, naja, wenn ihr alle das haben wollt, dann können wir die Preise anheben. Und jetzt wird der Jerome am Mittwoch zunächst mal vor dem US-Abgeordnetenhaus auftreten. Das sind diese turnusmäßigen Befragungen, wo sich die Fed eben erklären muss. Und hier dürfte zu erwarten sein, dass er erstmal zeitnahe Zinssenkungen praktisch ausschließt, dann auf die höhere Inflation verweist, die wir ja zuletzt gesehen haben, CPI wie auch Erzeugerpreise, selbst PCE. Die Daten waren ja nicht gerade jetzt so, dass man da Entwarnung geben könnte. Und gleichzeitig ist er unter Druck von Demokraten und Republikanern. Er kommt jetzt immer mehr in diesen Wahlkampf rein.
Und in Sachen Optionen sind gerade Kongressabgeordnete wie Nancy Pelosi auch stark aktiv. Also er wird da sozusagen vor einer der mit den besten Tradern der Welt handeln, die natürlich, wie böse Zungen sagen, die eine oder andere Insider-Information schon mal genutzt haben. Aber das natürlich nur mal am Rande. Mit Optionen hat auch dieser Kursverlauf zu tun, Supermicrocomputer. Sozusagen die Nvidia für Arme. Da sehen wir, dass es heute 25% nach oben geht, nachdem das Unternehmen in den S&P 500 aufgenommen wird. Und das, obwohl Goldman Sachs die Aktie abgestuft hat mit Kursziel um und bei $950, also deutlich drunter, als wir aktuell sind. Aber KI, das führt dann zu solchen Covers, wie hier beim Economist, How High Can Markets Go, wo man einen Bullen sieht, der von Luftballons nach oben gezogen wird. Nasdaq and S&P Markets appear unsinkable, so hat CNN getitelt. Also kann ja nichts, überhaupt nichts mehr schiefgehen. Dabei sehen wir, dass wir steigende Märkte gesehen haben, aber auch einen steigenden, latent steigenden VIX gesehen haben, zumindest seit Dezember. Heute sehen wir den VIX etwa 2,5% im Plus. Einer lügt. Irgendwas wird hier sich dann auflösen. Genauso sehen wir den Skew, Put-Call-Skew. Also das sind in der Regel Optionen, die ganz weit aus dem Geld sind. Das heißt, mit denen komme ich erst ins Geld, wenn der Markt krass steigt mit Calls oder eben krass fällt mit Puts. Und hier sehen wir mit das geringste Absicherungsbedürfnis seit 1971. Was soll schon schiefgehen, meine Damen und Herren? Natürlich nichts. 1997, nicht 1971. So stark wollte ich ja nicht mal übertreiben. Aber ich hatte vorhin gesagt, ja, es tut sich da was unter der Oberfläche. Obwohl zum Beispiel der Nasdaq kaum verändert ist, sehen wir eine Nvidia deutlich im Plus, aber eine Apple deutlich im Minus, eine Tesla 6% im Minus, eine Google sehr deutlich im Minus, nachdem die Bilderkennungs-KI Gemini so ziemlich ein Rohrkrepierer ist. Gleiches gilt übrigens für Copilot, die KI von Microsoft. Das hat scheinbar nur noch keiner bemerkt. Auf jeden Fall stört es irgendwie nicht. Das ist praktisch so schwach, dass du es in die Tonne treten kannst. Wer da Geld dafür bezahlt, der ist selber schuld. Aber wir sehen, Nvidia stützt den Markt. Meta hält sich, Microsoft hält sich, aber Nvidia zieht eben das Ganze so weit nach oben, dass man da mal eine Apple verkraften kann, eine Google verkraften kann, eine Tesla verkraften kann. Faktisch haben wir also, wenn man so will, keine Magnificent Seven mehr, sondern vielleicht noch Magnificent Four, also Amazon, Meta, Microsoft und Nvidia. Google schon jetzt angezählt, Apple so oder so, Tesla so oder so. Hier sehen wir mal Apple, das jetzt hier aus seinem Trendkanal nach unten ausgebrochen ist. Dieser Chart sieht jetzt nicht mehr so richtig gut aus bei Apple. Dann kommt noch eine Strafe von fast 2 Milliarden Dollar oder 2 Milliarden Euro von der EU wegen Antitrust, also wegen kartellrechtlichen Verstößen, hier aufgrund einer Klage von Spotify. Es geht also um die Musik-App von Apple. Das läuft irgendwie nicht gut zurzeit, aber kein Wunder. Die Vision Pro, diese Brille, die ist wohl auch ein ziemlicher Rohrkrepierer, zumindest kein Massenprodukt, was sich erstmal durchsetzen wird. Dazu die mangelnde Innovation des Konzerns in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, seit Steve Jobs tot ist zumindest. Dann stagniert ja im Prinzip das Unternehmen. 4 Quartale rückläufige Umsätze, im letzten Quartal hat man es ganz knapp übertroffen. Also kein Wunder, war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Manchmal haben die Märkte ein bisschen eine lange Leitung. Dazu auch Meldungen, dass Apple in China die Preise stark senken muss. Und China ist auch das Stichwort für Tesla. Hier gehen die Auslieferungen in China deutlich zurück. Die Aktie deshalb 6% im Plus. Hier sehen wir eben diese Auslieferungen. Ja, wir haben jetzt eben Neujahrsfeierlichkeiten, da ist es immer etwas geringer, aber wenn wir das Ganze mal mit dem Februar des Vorjahres vergleichen, sehen wir, ist das schon deutlich geringer. Also dieser Siegeszug von Tesla ist vorbei. Die Religionsgemeinschaft Tesla, die uns noch vor kurzem gesagt hat, Tesla wird alles beherrschen, wird die größte, wichtigste Aktie ever, die sind jetzt so ein bisschen auf dem Rückzug. Aber natürlich wird es weiter nach oben gehen, denn wie Ryan Detrick hier zeigt,
sind die Earnings Estimates, also die Schätzungen, jetzt nicht die Earnings, sondern die Schätzungen der Earnings, der Umsätze, Gewinne, um 0,6% gestiegen in der letzten Woche. Das zeigt, dass man eben optimistischer wird, ob das wirklich eingehalten wird seitens der Konzerne, steht auf einem anderen Blatt. Aber Nouriel Roubini ist jetzt für die US-Wirtschaft immer optimistischer und sagt, eine signifikant höhere Chance, dass wir ein No-Landing sehen, also gar keine Landung der Wirtschaft, dass also die Wirtschaft robust bleibt, damit allerdings auch, und darauf weist er hin, die Inflation relativ hoch bleibt, sodass die Fed eben viel weniger bis gar nicht die Zinsen senken kann. Deswegen ist er optimistischer für die Wirtschaft als für die Märkte. Also Dr. Doom ist zumindest für die Wirtschaft hier optimistisch. Und optimistisch ist sicherlich auch Sir Donald, der jetzt bei den Vorwahlen, wie der Supreme Court heute geurteilt hat, in Colorado antreten darf. Und das heißt faktisch, dass er in anderen Bundesländern auch wird antreten können. Trump übrigens hat er jetzt kürzlich mal wieder Obama und Biden verwechselt. Er ist halt auch schon ein bisschen was über 70, gell? Kein Wunder. Biden dagegen hat jetzt ein Disapproval Rating, also eine Abneigung oder eine Nichtzustimmung von 59%. Das ist zu hoch, als dass man US-Präsident werden könnte. Es würde wahrscheinlich zu Unruhen kommen, wenn Trump von dieser Wahl ausgeschlossen wird. So meine Vermutung. Also lässt man ihn wohl besser antreten. China wird jetzt ja seinen Volkskongress abhalten in dieser Woche oder wird das Ganze beginnen. Man erwartet ein Wachstum 2024 von 5% und wie ich die Chinesen kenne, wird es dann um und bei 5%, ja, weil die Chinesen ja die einzigen Menschen auf der Welt sind, die immer schon am Anfang des Jahres wissen, wie am Ende die Wirtschaft gelaufen ist. Das ist eine seherische, prognostische Qualität, die wir eigentlich auch einmal bräuchten, meine Damen und Herren. Das Briefing, also die Pressekonferenz dagegen, ist abgesagt worden. Wahrscheinlich hat man zu viel Angst, dass da irgendwelche unangenehmen Fragen vielleicht sogar von westlichen Journalisten kommen in Sachen Wachstum. Da schaut es ja eher nicht so gut aus. Nicht so gut aus schauen tut es für Leute, die Bahn fahren und mit dem Flieger unterwegs sein wollen. Lufthansa Bodenpersonal ab Donnerstag Streik, Donnerstag und Freitag. Für die meisten allerdings noch wichtiger, dass die Lokführer ab Mittwoch 18 Uhr streiken im Güterverkehr und Donnerstag 2 Uhr nachts im Personenverkehr. Also die ganze Geschichte geht weiter. Die fordern höhere Löhne. Diese Lohnpreisspirale, genauer gesagt die Preis-Lohn-Spirale, kommt dadurch weiter in Gang. Wichtig für die EZB. Auf der anderen Seite wollen die Leute höhere Löhne. Und hier sehen wir aber, dass der Arbeitsmarkt in Deutschland immer mehr Probleme bekommt langsam. Wir sehen eine Schwäche, die sich langsam trotz der Demografie hier ausbreitet. Immer mehr Insolvenzmeldungen bekommt man mit und eben auch immer mehr Entlassungen, auch bei größeren Firmen. Hier Evonik will jetzt 2000 der derzeit 33.000 Arbeitsplätze abbauen und das droht wohl auch in der Autoindustrie. Der Bosch-Chef Hartung sagt hier, es wird die doppelte Zeit brauchen, mindestens 30 bis 35 Jahre, bis alle Autos elektrifiziert sind. Wenn das mal überhaupt passiert, die Nachfrage bricht ein, seit die Subventionen nicht mehr so laufen. Daher ein Preiskrieg, gebrauchte Elektrofahrzeuge stürzen immer weiter ab im Preis, weil eben der technologische Fortschritt viel schneller geht als bei Verbrennern. Dann hast du ein besseres Auto in 2 Jahren, dann ist das jetzige, dass du verkaufen willst, praktisch kaum mehr verkaufbar. Aber es ist eben auch ein Beispiel dafür, wie der Staat oder die EU in dem Fall hier eingreift in einen Markt und ihn verzerrt. Darauf weist Stefan Kozin. Es ist ein Interventionismus, der letztendlich dann zu solchen Verwerfungen führt. Erstmal tolle Nachfrage, weil die Leute Subventionen bekommen, also praktisch Prämien, Geld dafür bekommen, wenn sie Elektrofahrzeuge kaufen. Wenn diese Subventionen wegfallen, dann stürzt der Markt in sich zusammen. Genau das sehen wir und genau das dürfte jetzt auch ein Problem von Tesla sein. Und wenn wir von Tesla sprechen, meine Damen und Herren, müssen wir von Nvidia sprechen. Könnte Nvidia das gleiche Schicksal drohen wie Tesla? Natürlich nicht, meine Damen und Herren, aber es könnte ja theoretisch sein, dass irgendwann ein Unternehmen ähnlich gut Chips designen kann wie Nvidia.
Aber natürlich wird das nicht passieren, meine Damen und Herren, denn KI, 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 Sie müssen nur oft genug KI sagen, dann wird es nicht passieren. Aber das ist meine erste Artikelempfehlung. Und die zweite Artikelempfehlung, die Tech Rallye ist anders als frühere Blasen, sagen die Goldman Sachs Strategen. Sven Henrik hat sich mal die Mühe gemacht, die Bewertung von Nvidia auf die Anzahl der Menschen runterzurechnen. Nvidia ist $6,344 pro Amerikaner wert und immerhin $262 pro Mensch, der auf diesem Planeten wandelt. Also nein, das ist keine Blase, meine Damen und Herren. Es sind nur etwas hohe Erwartungen, die möglicherweise in sich zusammenfallen. Aber dann war es keine Blase, sondern halt eine hohe Erwartung. Das muss man ja unterscheiden. Das ist irgendwas ganz anderes. Also meine Damen und Herren, diese beiden Artikelempfehlungen. Und jetzt empfehle ich mich auch und sage Servus, ciao.